einem neuen Food Friday, der letzte für dieses Jahr. An dieser Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön. Ich habe richtig viel Freude gehabt mit euch letztes Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Und ich auch. Marco auch. Wir wollen uns auch nochmal ganz herzlich bei euch für all eure Unterstützung über das Jahr bedanken und vor allem auch, ja, wir freuen uns einfach, dass ihr hier mit dabei seid, hoffentlich auch dabei bleibt und auf alles, was dann nächstes Jahr auf uns alle hier wartet. Wir schätzen euch auf jeden Fall sehr und wir starten nächstes Jahr auch wieder in den Veganuar oder Veganuary rein, ab dem 1. Januar. Sozusagen so ein Probe-Veganer-Monat, aber auch für alle, die schon vegan leben, ist das natürlich auch was. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen und heute habe ich einen Wunsch für euch erfüllt und zwar haben sich ganz viele gewünscht, dass ich immer so ein bisschen über die Weihnachtstage mitfilme, was ich so zubereitet und auch gegessen habe in vegan. Also es war auch tatsächlich alles vegan, was meine Familie und ich zubereitet und gegessen haben, außer etwas am 1. Weihnachtstag, aber das werdet ihr dann ja sehen. Wir konnten auch schönerweise ganz viel aus Wir feiern veganen Weihnachten machen, das ist ja echt ideal so für die Feiertage, jetzt auch vielleicht noch für Silvester, da wird auch noch was dazu kommen, wenn euch das interessiert. Wir machen hier so eine kleine große Party, auch mit Buffet und so weiter. Und auch nochmal ein kleiner Reminder, bevor es losgeht. Das ist ja noch bis nächste Woche ausschließlich die Healthy Living Collection 2.0 für euch. Gibt es ja so einen Zusammenschluss aus ganz vielen AutorInnen und ihren über 60 E-Books und E-Courses. Auf Instagram zeige ich euch ja auch immer ganz viele Einblicke daraus und vor allem auch die ganzen Rezepte, die ich daraus schon zubereitet und ausprobiert habe. Und ihr bekommt halt all diese anstatt für über 2000 Euro nur für 29,90 € für diese kurze Zeit. Und vor allem habt ihr halt auch alles nach dem Kauf und Download für immer. Das könnt ihr euch dann einfach von einem USB-Stick oder so abspeichern. Also sichert euch auf jeden Fall die Chance, all diese Inhalte für jeweils weniger als 50 Cent zu bekommen. So, und jetzt zeige ich euch mal all unsere Köstlichkeiten von den Weihnachtstagen. Starten wir mit dem Heiligabend, wo ich schon mittags zu meinen Eltern gefahren bin und meine Mama und ich standen original bis abends in der Küche, weil wir auch schon für den nächsten Tag einiges vorbereitet haben. Zur Vorspeise gab es diesen Avocado-Tannenbaum am Abend von unserem 3-Gänge-Menü. Den wollte meine Mama auf jeden Fall schon machen, seit sie das E-Book hatte. Und da macht man einfach den Tannenbaum aus so Avocado-Scheiben und dann kommen so selbstgemachte, fermentierte, eingelegte pinke Zwiebeln dazu als Deko, Cherry-Tomaten und dann noch so ein schöner Dreamy Creamy Dip. Dann habe ich außerdem noch so aus Gurkenscheiben kleine Sternchen geschnitten und auch den Stamm. Das war gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Und dann haben wir es uns richtig gemütlich gemacht abends. Meine Schwester kam erst spät von ihrer Schicht im Krankenhaus, aber wir haben dann noch auf sie gewartet. Zur Hauptspeise ging es dann weiter mit Rotkohl erstmal als Beilage. Den liebe ich sehr. Den haben wir selbst gemacht. Da freue ich mich jedes Jahr zu Weihnachten drauf. Und dann kam als kleines Extra noch Glühwein mit rein für die weihnachtliche Note. Und außerdem Äpfel. Finde ich auch immer super lecker für diesen süßlichen Geschmack. Und genauso wie verschiedene Gewürze, wie zum Beispiel auch Lorbeerblätter. Und der ist dann richtig schön durchgekocht und durchgezogen. Und dann als Fleischalternative haben wir diese Gänsekeule in vegan gemacht aus einer Zeitschrift. Eigentlich wollten wir die Seitan-Schnitzel machen aus meinem E-Book, aber die habe ich schon so oft gegessen, ehrlich gesagt, dass ich mal Lust auf was anderes hatte. Die Jackfrucht haben wir hier in Natron eingelegt. Ich weiß gar nicht, wofür das gut sein sollte. Und dann außerdem hat meine Mama so Sellerie geraspelt. Und für diese faserige Konsistenz haben wir so Kräuterseitlinge mit den Fingern so ein bisschen auseinandergezogen. Das sah dann richtig gut aus und das wurde alles zusammen angebraten und dann immer wieder mit verschiedenen Zutaten verfeinert. Einmal mit Rotkohl und dann Rotwein und außerdem der Marinade und das Ganze ist dann richtig schön durchgekocht worden. Dann kam noch Semmelbrösel mit dazu. Am Ende ist es tatsächlich ein bisschen zu weich geworden, aber kann auch sein, dass wir es nicht lange genug gebraten haben. Und für die Ummantelung, also diese Haut sozusagen, haben wir Reispapiere eingelegt und dann die Füllung darin verpackt, sage ich mal. Ich habe dann immer so kleine Bällchen geformt, das ein bisschen in Keulenform gebracht und dann so ein Stick reingesteckt aus Holz anstatt eines Knochens. Ich habe da auch in meinem E-Book ja zum Beispiel so Zimtstangen benutzt und die kamen dann aufs Blech und außenrum mussten wir dann noch eine Marinade zubereiten. Die war auch richtig schön geschmacksintensiv und damit haben wir die kleinen Keulchen dann noch eingepinselt und zwar von beiden Seiten und danach kamen die ab in den Ofen und wurden dann von außen so leicht knusprig und von innen halt so schön saftig. Also die waren echt sehr gelungen, sehr, sehr lecker als so eine, ja, vegane Alternative. Als Beilage gab es außerdem Knödel, so Kartoffel-Süßkartoffelknödel. Also wir haben diese ein bisschen
aufgepimpt mit den Süßkartoffeln, weil meine Eltern die noch da hatten. Und da haben wir dann erstmal die Kartoffeln gekocht, dann so geschält und dann ein bisschen klein oder fein gemust mit so einem Kartoffelstampfer. Dann kam außerdem noch Stärkepulver dazu, ein bisschen Salz und Muskatnuss. Und dann haben wir die so schön geformt. Also mein Papa hat die so schön geformt. Und die wurden dann so ein bisschen in siedendem Wasser gekocht, bis sie schön gar waren. Und außerdem hatten wir dazu noch eine Soße, die war auch richtig schön geschmacksintensiv. Diese hier haben wir gemacht. Und das Gute dabei ist, dass man da nicht das Gemüse die ganze Zeit kocht und danach abgießt und dann sozusagen den Rest übrig hat, sondern man püriert einfach am Ende alles. Das finde ich immer richtig gut. Dadurch wird die auch so schön dickflüssig und vor allem sehr geschmacksintensiv. Da haben wir vor allem gleich sehr viel gemacht, denn so konnten wir die am ersten Weihnachtstag für das große Familienessen direkt nochmal wiederverwenden und sie konnte über Nacht durchziehen. Das größte Kompliment war auch, dass meine Mama die sehr lecker fand und nichts mehr hinzufügen wollte. Das ist immer eine große Ehre, aber ich meine, die ist ja auch im Kochbuch. Dazu haben wir außerdem noch Bohnen gekocht und so sah es dann am Ende aus. Also es hat allen richtig gut geschmeckt, obwohl ich zugeben muss, dass ich bei den Keulen ein bisschen mit dem Pfeffer übertrieben habe. Also die waren schon sehr pfefferscharf, sag ich mal. Aber ja, ein richtig schönes, gelungenes Weihnachtsessen war das auf jeden Fall. Anschließend haben wir es uns dann im Wohnzimmer noch gemütlich gemacht für die große Bescherung. Eigentlich wollten wir zum Dessert noch so eine Zitronencreme machen, aber irgendwie hatten wir keine Zeit und auch keine Lust mehr. Deswegen haben wir es uns einfach mit diesen veganen Süßigkeiten gut gehen lassen. Und ich liebe auch diese kleinen Details an unserem Tannenbaum. Den haben wir ja ein paar Tage oder Wochen vorher schon zusammengeschmückt. Und da finde ich es immer ganz schön, dass da so viele verschiedene Sachen dranhängen, wo man immer so ein bisschen was Neues entdeckt. Unser Heiligabend geht immer sehr, sehr lange, aber ich genieße diese Zeit immer sehr. Am nächsten Tag geht es dann aber schon weiter mit den nächsten Köstlichkeiten. Heute Morgen geht es weiter mit den Vorbereitungen. Heute zur Vorspeise gibt es diese Kürbissuppe, die haben wir gestern schon vorbereitet. Und dazu habe ich jetzt eben so kleine Tannenbäume ausgestochen, einfach mit Keksform und dann hier in so kleine Tannenbäume. Das ist einfach so ein Leinsamenbrot und die Ränder habe ich dann zu so Croutons klein geschnitten. Hier habe ich jetzt außerdem schon das Gratin vorbereitet, das Bunte. Das ist eigentlich ein bisschen cremiger, also von der Soße her. Ich hatte hier nur einen Stabmixer, deswegen sind da so kleine Stücke drin, aber schmecken wird es bestimmt trotzdem. Dann habe ich hier außerdem schon alles für den Brottannenbaum vorbereitet. Der Hefeteig steht auf der anderen Seite und ich habe diesmal auch so Bohnen genommen anstatt Spinat, weil wir die noch von gestern übrig hatten. Heute geht es aber schon wieder welche. Die werden gleich noch frisch gekocht. Unseren Riesentopf Soße haben wir hier noch, wovon wir gestern schon gegessen haben. Ist ganz praktisch, dass wir ihn einfach warm machen können. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier unseren Rotkohl. Den haben wir auch gestern schon gekocht mit Äpfeln. Und hier an der Seite ruht gerade unser Hefeteig. Der hat dann noch bis heute Abend Zeit, bis wir ihn ansetzen. Und ich mache tatsächlich heute auch in diesem Brotbällchenbaum ein bisschen vegane Käsealternative in so einer grasbildenden Form. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Und dazu werde ich dann noch den Dip machen. Diese Toast- oder Brotbäume und die Croutons sind echt richtig lecker geworden. So richtig schön knusprig von außen und noch so ein bisschen fluffig von innen. Meine Schwester wollte da die ganze Zeit zwischendurch naschen. Und dann hatte meine Mama ja schon diese Kürbis-Karotten-Kokossuppe vorbereitet. Die wurde dann nochmal so richtig schön cremig püriert. Und dann haben wir immer so eine kleine Schlange gemacht sozusagen. Meine Mama hat den Kürbissoße aufgefüllt und ich habe sie dann dekoriert und meine Oma hat sie dann reingebracht und allen serviert. Und da kam dann noch so Kürbiskernöl mit oben drauf und Kürbiskerne. Das wird wirklich richtig schön wohltun. So eine Kürbissuppe ist, finde ich, immer so ein All-Time-Classic und auch Favorite. Irgendwie schmeckt die immer allen. Aus den Croutons und Kürbiskernen habe ich dann so einen kleinen Mond kreiert oder das einfach auf eine Seite gelegt. Dann kam der kleine Baum mit darauf und dann am Ende noch so ein kleiner Schuss von dem Kürbiskernöl. Das ist auch richtig schön geschmacksintensiv. Kann ich euch auch sehr für Dressings empfehlen. Und so sah das dann aus auf unserer reich gedeckten Tafel. Hat echt allen richtig gut geschmeckt. Und so konnten wir nochmal richtig schön die Kürbissaison ausnutzen, die jetzt ja leider bald wieder vorbei ist. Als Fleischalternative gab es dieses Jahr wie fast jedes Jahr seit 10 Jahren den Kastanienbraten, den ihr auch auf dem Foodblog findet. Da gibt es ja diese kleine Funktion zum Abhaken. Das könnt ihr auch wunderbar zum Einkaufen benutzen oder halt bei der Zubereitung. Und da braucht ihr auch nur sehr simple Zutaten für, vor allem auch diese Esskastanien. Die kaufen wir immer schon vorgekocht und geschält. Die kann man auch wunderbar so snacken oder auch für süße Gerichte verwenden. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Und die Masse zerquetscht ihr am besten so richtig gut mit den Händen, denn so klebt der Braten am Ende auch richtig gut zusammen. Der wird dann nämlich in so einen Leib geformt. Dann haben wir den diesmal in so eine kleine Kastenform gegeben und dann gebacken. Vorher noch in Semmelbröseln gewendet und der ist auch richtig schön geschmacksintensiv geworden. Also das ist immer so mein Favorite in der Weihnachtszeit. So sah dann unser Teller am Ende aus. Wieder mit der Bratensauce vom Vortag. Wieder auch mit einem bisschen
Rotkohl. Und hier war es tatsächlich so, dass es eine einzige Lammkeule noch dazu gab für die FleischesserInnen. Aber es haben auch alle vom veganen Braten probiert und mochten den sehr. So, und jetzt kommen wir zu meiner kleinen Challenge. Und zwar diesen Heaven and Hell Kuchen zu veganisieren. Den haben wir früher mal zu unserem Thanksgiving-Menü als Dessert gemacht. Der ist wirklich super krass und vor allem alles andere als vegan. Da wolltet ihr sehr gerne wissen, wie ich den veganisiere. Ich habe für den Biskuitteig erstmal das Grundrezept aus dem veganen Kompass verwendet. Das geht richtig gut. Manchmal muss man gar nicht jede einzelne Zutat ersetzen, sondern kann einfach direkt ein veganes Rezept nehmen. Und beim Biskuitteig auf jeden Fall nicht den Löffel oder so am Rand abklopfen, damit der Teig auch noch schön fluffig bleibt. So wie hier, der ist richtig schön aufgegangen. Und zwar brauchen wir einmal einen hellen Teig und auch einen dunklen Teig. Die haben wir tatsächlich schon am Tag vorher zubereitet, aber ich zeige euch die jetzt einmal alle nacheinander, die Aufnahmen, damit ihr die Reihenfolge auch ja, richtig mitbekommt. Der Teig ist richtig schön cremig geworden und wie gesagt auch beim Schokokuchen richtig gut aufgegangen. Die haben wir dann einmal schön abkühlen lassen und dann wurden die jeweils in zwei Hälften geteilt, damit das am Ende so eine schöne oder so schöne Schichten ergeben hat. Weiter ging es dann mit der Erdnussmus. Dafür braucht man eigentlich Frischkäse und auch Puderzucker. Sagt mir bitte nicht, dass ich die Einzige bin, die voll lange nicht wusste, dass man Puderzucker selber machen kann und zwar indem man normalen Zucker einfach vermixt. Und für den Frischkäse haben wir dann alternativ so Kokoscreme genommen. Da könnt ihr einfach eine Dose Kokosmilch in den Kühlschrank stellen und setzt sich diese Kokoscreme über dem Kokoswasser ab. Die ist dann auch so richtig schön cremig. Die haben wir dann mit dem Puderzucker vermischt und dann haben wir vorsichtshalber noch ein bisschen Sahnesteifpulver dazugegeben, bevor dann die Riesenmenge an Erdnussmus dazu kam. Da haben wir einfach so welches genommen, wo auch nichts anderes drin war, also kein Öl und Zucker und sowas. Und das Ganze wurde dann einmal richtig schön vermischt. Die haben wir dann auch noch ein bisschen kalt gestellt, die Creme, damit sie noch ein bisschen fester geworden ist. Und dann ging es auch schon an Stapeln. Also ihr habt dann erstmal eure ganzen ja, Kuchenschichten und dort hinauf kommt dann diese karamellige Erdnusscreme rauf, immer abwechselnd. Wir haben auch von dem Schokokuchen die oberste Schicht nochmal abgeschnitten, damit das halt nicht so eine Wölbung ist, sondern nur von dem hellen Kuchen die Wölbung draufgelassen, damit da oben so eine schöne Kuppel hat. Und für die Ummantelung kam dann nochmal eine Schokoschicht außenrum und zwar haben wir dafür Zartbitterschokolade mit Vanillezucker geschmolzen. Und dazu kam dann noch so eine vegane Sahne-Alternative, die kann man ja auch wunderbar kaufen. Damit wurde dann der Kuchen ummantelt und am Ende kam diese fette Kuchenbombe bei raus. Also guckt euch mal diese Schnitten oder diese Schichten von innen an. Der war echt herrlich lecker. Man hat gerade so ein Stück geschafft und es konnte auch noch jeder und jeder ein Stück mit nach Hause nehmen. Marco kam auch noch in den Genuss, weil der war ja leider dieses Jahr nicht bei uns mit dabei. Und wer dann noch konnte, für den gab es abends dann noch diesen Brotbällchen-Tannenbaum. Hier habe ich diesmal mit einer bisschen andere Füllung und auch einem anderen Mehl gemacht. Dazu haben wir dann einfach so selbst gekaufte Mussorten gegessen und diese ganzen kleinen süßen Köstlichkeiten standen ja auch noch auf dem Tisch. Dazu haben wir dann Titanic geguckt. Das ist unsere kleine Weihnachtstradition. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag, vor allem auch ein leckerer Tag. Also hier gab es noch diese ganzen süßen Köstlichkeiten, obwohl ich ja euch auch ganz viele gesunde Alternativen gezeigt habe, wo man halt nicht sowas kaufen muss, wo ja manchmal auch echt so Zutaten drin sind, die man sich eigentlich vielleicht lieber sparen möchte. Und auch in dem Bundle gibt es halt super, super viele gesunde vegane Rezepte, auch für die Feiertage, zum Naschen, als Snacken, für zwischendurch. Also da wird bestimmt jeder und jede fündig. Am zweiten Weihnachtstag wollte ich meiner Cousine, die da Geburtstag hat, nochmal einen kleinen Schoko-Himbeerkuchen backen, denn den mag sie richtig gern. Dafür habe ich wieder den Biskuitteig in der Schoko-Variante gemacht und dazu dann eine Mousse au Chocolat. Das war leider eine Spontankreation, die nicht so gut geworden ist, wie ich mir die eigentlich vorgestellt hätte, denn die ist nicht so richtig fest geworden, aber ich hätte das vielleicht auch einfach schon am Tag vorher machen sollen. Nehmt dafür am besten einfach das Rezept vom Foodblog, denn dann wird die auch richtig schön fluffig. Die ist jetzt leider ein bisschen ja, flüssig geworden. Auf jeden Fall kam zwischen die beiden Kuchenschichten noch so eine Himbeermarmelade. Das war auch richtig lecker. Und das Ganze wurde einfach geschichtet. Ich habe da einfach so einen Mini-Kuchen dann gemacht, weil es noch andere Kuchensorten an dem Tag gab. Und dann kam oben ja diese Soße rauf, sage ich mal. Außerdem gab es dann noch ein Himbeerkuchen, ein Eierlikör, Schokomarmorkuchen und diesen super leckeren, fluffig, saftigen Apfel-Zimtkuchen, der auch vegan war. Also er sah vielleicht ein bisschen traurig aus, aber er hat zumindest allen geschmeckt. Ich habe tatsächlich am zweiten Weihnachtstag nur die Kuchenzubereitung mitgefilmt. Ich habe mich halt morgens und auch abends dann noch so ein bisschen durch all die Reste gesnackt, die wir noch so da hatten, weil wie ihr vielleicht denken könnt, ist nicht alles alle geworden. Wir hätten ja wirklich eine sehr große Auswahl, aber ich liebe es dann auch immer, mich dann noch die Tage danach da so ein bisschen ja, durchzuessen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was es bei euch so am Weihnachtsfest gab, ob es da auch ganz viel Veganes gab oder wie ihr das so in eurem Umkreis geregelt habt. Und vor allem auch, ob ihr euch ein weiteres Food Diary
über die Silvestertage wünscht. Alles an Rezepten, was ich euch gezeigt habe oder auch sonstiges, packe ich mal in die Infobox rein. Genauso wie den Link zur Healthy Living Collection 2.0. Lasst es euch damit auf jeden Fall gut gehen. Ich freue mich wie immer über eure Unterstützung in Form von einem Kommentar, Like oder Abo dieses Kanals oder auch über Steady. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bye!